Okay, komm, wir gehen mal hier rein. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 10 unangenehmen Fragen. Das Intro haben wir am Ende gedreht. Ich wusste gar nicht, dass es dabei um unangenehme Fragen geht. Ich dachte, es geht einfach nur um Fragen. Wir sind heute hier bei Marc Gebauer. Marc, mein Bester. Wie läuft's? Salam alaikum. Alaikum salam. Ja, wir drehen heute was, Dankeschön, ne? Für die Einladung. Gerne. Bist du bereit für die Fragen? Ich glaube schon, ja. Sicher? Ja. Also ich werde dich ein bisschen kitzeln und so. Was für Fragen sind das denn? Werden wir gleich sehen. Okay. Lass direkt durchziehen. Hast du schon mal eine gefälschte Uhr getragen? Ja. Guck mal, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Wirklich nicht. Und zwar... Oh mein Gott. Und zwar, pass auf, ich kann es dir sagen, meine Eltern haben mir mal eine geschenkt. Da habe ich schon beim Herrenausstatter gearbeitet. Ich glaube so, als ich 20 geworden bin oder so. Hast du gefälschte Uhren getragen? Ich habe eine bekommen und die habe ich getragen. Das war so eine Milgaus. Wir kommen zur zweiten Frage. Alter, wenn das die erste Frage ist, mach mal locker am Anfang. Nein! Du gehst direkt so rein, ey, Alter. Was ist denn da los? Guck mal, die zweite Frage, die ist chillig. Wurdest du schon mal abgezogen? Ich wurde schon abgezogen, ja. Klar. Also das letzte Mal wurde ich hier im Garten abgezogen. Wir hatten... Ich wurde Mitarbeiter, die so... Nein, wir hatten eine Firma beauftragt, die hatte mir einen Preis genannt, wofür die den Garten machen. Ja. Dann haben die halt das Geld kassiert, es war nur noch, sagen wir mal, weiß nicht, ein Drittel oder ein Viertel vom Betrag offen und dann haben die halt gesagt, machen die nicht mehr. Und am Ende hat sich halt herausgestellt, dass die Aufgaben, die wir dann noch machen müssen, also das Dreifache an Kosten überschreiten. Nee. Ja, so, und wurde ich dann halt hängen gelassen und am Ende ist es so, wir haben für alles eine Lösung gefunden, aber die Kostensituation ist explodiert. Ich habe nochmal den doppelten Betrag ausgegeben und die Jungs, die das machen wollten, haben halt gesagt, nee, sorry, geht nicht mehr. Auf Uhren bezogen wurde ich jetzt noch nicht abgezogen. Obwohl, was mir gerade einfällt, was heißt abgezogen, aber ich wurde halt, also ich habe einmal einen Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Uhr angekauft, ne, davon so einer Privatperson, eine Lange und Söhne Saxonia in Platin. Ich habe gedacht, mit der Uhr ist alles okay. Die Uhr wurde verkauft, hat sich herausgestellt, dass bei dem Datum 3 das nicht springt. Ich schicke die Uhr zu Lange, die hatte einen Verkaufspreis von 25.000 Euro, hat sich herausgestellt, dass da irgendwas defekt ist und am Ende war der Kostenvoranschlag für die Reparatur 11.000 Euro. Wir hatten natürlich schon mal, gerade jetzt während Corona, gab es ein Problem beim Versanddienst. Da gab es eine Zeit von, sagen wir mal, 3 Monaten, in der es möglich war, Wertversand ohne Unterschrift zu nehmen, wegen diesem Kontaktverbot. Und da wurden mir auch Uhren geklaut, aber da hat halt die Versicherung bezahlt. Warum hast du Cologne Watch im Stich gelassen? Cologne Watch und ich haben uns getrennt. Ich sag mal so, ich bin immer dankbar. Ich habe alles bei Cologne Watch gelernt. Am Ende, die Wege haben sich getrennt. Die machen ihr Ding, ich mache mein Ding. Und es hat sich einfach einiges verändert auch, ne, seitdem. Ich habe niemanden mehr von den Jungs überhaupt jemals gesehen. Wir haben keinen Kontakt oder sonstiges. Wieso hast du denn nicht angerufen? Wen? Ja, irgendjemanden. Irgendjemanden? Am Ende ist das so... Bist du ein Stichler? Nein, ich bin... Nein, die haben sich doch gut entwickelt. Ich meine, ich finde Cologne Watch, also mich brauchen macht die auf nicht. Ihre Art und Weise mit Sicherheit einen super Job. Ja. Wir machen natürlich auch viele andere Produkte noch hinzu und ich wünsche denen das gut Beste. Ne? Die sollen alle, jeder Mitarbeiter soll reich werden, alle von denen sollen viel mehr bekommen. Und ohne die wäre ich heute nicht hier. Denkst du, der Anzug macht dich seriöser? Oder warum hast du immer einen an? Also erstmal, auf jeden Fall, das transportiert schon eine gewisse Haltung einfach. Weißt du, Anzug... Aber sieht scheiße aus. Nein, also es hat sich so etabliert irgendwie. Es ist auch irgendwie so Erkennungsmerkmal geworden. Ne? Du musst dir vorstellen, wenn man die Bilder sich so jetzt nochmal in Erinnerung ruft vor der Gamescom, wo wir mit Monte rumgelaufen sind, da war das ja auch so. Ich hatte mein Smoking an und so. Das war halt, ist einfach so wie Visitenkarte. Die fünfte Frage. Warum sprichst du in deinen Videos auf Krampf auf Englisch? Also erstmal, ich kann kein Englisch. Vielen Dank für das Kompliment. Ich kann ja gar kein Englisch. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Frage schon. Nein, wir haben viele internationale Kunden. Ne? Ist nicht meine Frage, nicht? Die sind ziemlich normal. Nein, also guck mal, die Sache ist, wir haben viele Kunden auch aus Belgien, aus Frankreich, auch aus Italien. Aus Essen. Das ist ja auch international inzwischen. Ja. Wir wollen halt auch nach Amerika expandieren. Und ich hatte inshallah, von Stunde Null an habe ich eigentlich immer auf Englisch die Videos gemacht. Auf YouTube haben wir manchmal Englisch, manchmal Deutsch. Aber wenn wir auf Deutsch haben, mit Untertitel gemacht. Ich meine, die Frage könnt ihr euch wahrscheinlich selber beantworten. Uhren ist ein sehr internationales Thema. Wenn du ein Modell suchst, was es nirgendwo gibt, dann werde ich höchstwahrscheinlich die größere Trefferquote halt haben, wenn ich
dass ich Englisch mache. Aber warum lernst du denn nicht eigentlich Englisch? Ja, ich gebe mir Mühe. Aber manche zum Beispiel haben mir bei Instagram auch geschrieben, dass meine Englischkünste sich verbessert haben. Ich mache Spaß. Ernsthaft, für euch alle, er spricht sehr gutes Englisch. Deutlich über Schulenglisch hinaus. Also du musst dich auch Fachjargon dir aneignen. Aber ist doch so. Ja, ja, das ist schon. Ja, okay. Nein, das stimmt schon. Also am Ende. War das ein Front? Nein. Ja, also ich weiß. Bisschen. Besser als 5. Klasse Englisch. Besser als 5. Klasse. Sind 360 Euro für eine Kerze nicht überteuert? Ja. Ja, also, ne? es kommt auf die Kilogrammanzahl an. Ich sag dir so, wie es ist. Ja, also ich sag mal so. Also die Kerzen sind schon heftig. Also teilweise haben wir schon Artikel, das ist schon heftig teuer. Man muss aber dazu sagen, es ist alles Luxusgüter. Das heißt, das richtet sich auch an eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, wenn du dir den Luxus gönnen willst, dann machst du es wahrscheinlich. Guck mal, würdest du das als Normalverdiener machen? Die Sache ist, wenn ich so zurückdenke, auch mit 19 zum Beispiel, weißt du, dass mein erstes Luxusparfüm, mein erstes Nischenparfüm war Montal. Welcher Geruch? Das heißt Oud Lim. Oud Lim, okay. Ja. Okay. Ich liebe Oud Amazing. Oud Amazing, ja. Also darum, ich habe schon eher immer wenig gekauft und dafür top. Bei den Produkten ist es so, natürlich, so eine Kerze ist teuer, aber am Ende, ich sage euch so, wie es ist, eine Kerze hat auch verschiedene Qualitätsmerkmale. Wenn wir ganz kurz, es geht ganz schnell, im Detail drauf eingehen. Und zwar der Docht bei einem anderen Produkt, was sehr günstig ist, wenn das mit Blei zum Beispiel hält, ne? Weil wenn du die befüllst, muss es ja so stehen und so weiter. Blei ist, glaube ich, das illegal. Das ist wie als wenn du in einem Raum eine Schachtel Zigaretten rauchen würdest. Das ist sehr schädlich. Zusätzlich der Parfum. Ölanteil in einer Kerze, wenn der hoch ist, dann riecht er die ganze Zeit und so. Es gibt halt schon Themen, die im Detail bei diesen Art von Produkten besser sind, aber ich überlege gerade, haben wir auch ein Luxusprodukt, was einfach Schrott ist? Ja, das würdest du ja wahrscheinlich nicht sagen, aber das wäre genau so eine Frage, die hier reinpasst. Ja. Hast du ein Luxusprodukt, was Schrott ist? Also soll ich dir sagen, was, also nicht Schrott ist, aber wo ich eigentlich, ich mache das nur wegen dem Geld. warte. Und zwar die Omega Moon Swatches. Ich schwör's dir, ich mache es nur wegen dem Geld. Es tut mir leid. Ich sag mal so, ich finde die witzig, aber du musst dir ja vorstellen, das sind Plastikuhren, Swatch-Uhren, ne? Ja. Die kosten im Laden 260 Euro, ne? Ja. Und wir verkaufen die. Die kosten 260 Euro. Das ist ja noch okay. Wir verkaufen die teilweise so für 490 Euro. Sind dir private Kunden lieber oder Personen des öffentlichen Lebens? Mir sind reiche Kunden am liebsten. Egal, woher die kommen. Nein, weil das Problem ist, zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Artikel kauft und das seine erste Uhr ist und so, ne, dann stellt er natürlich 1000 Fragen, ja. So 1 Million Fragen und so. Und am Ende, wenn man jetzt jemanden hat, der gewohnt ist, höhere Beträge auszugeben, Alter, du schickst ihm nicht mal ein Bild, du sagst, du hast die Uhr da und der kauft die einfach. Das eine geht aber nicht ohne das andere. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel heute. Das hat mich so aufgeregt, wirklich. Man weiß das generell, es tut mir auch sehr leid. Leute ab einem gewissen Alter nehmen sich Sachen raus, okay? Und deswegen mag ich jüngere Leute lieber. Guck mal, lasst euch das bitte ein Beispiel sein. Wenn ihr mal älter seid, bitte macht nicht das, was dieser Typ macht, okay? Haltet euch nicht für wichtiger, haltet euch nicht für besser, auch nur weil der Gegenüber vielleicht jünger ist. Wirklich, gerade im Service ist das so. Heute wieder ein Anruf. Wir haben vorne 4 Mitarbeiter im Kundenservice sitzen. Alle davon wissen alles, okay? Die wissen am Ende mehr als ich, weil die näher dran sind am Produkt. Da ruft jemand an und sagt, ja, ich möchte nur mit dem Chef sprechen. Um was geht's denn? Ja, ich habe hier mit so einer langen Eins, ich habe da eine Frage und so und ich möchte bitte mit dem Chef sprechen. Sagt, ja, wir können Ihnen auch weiterhelfen. Nein, ich rechne nur mit dem Chef. Ich komme zufällig da rein und sage, und wie läuft's? Sagt, ja, hier ist so ein Typ, der möchte nur mit dir sprechen. Ich sage, was ist jetzt schon wieder? Ich rufe an, ich sage, jetzt bin ich mal gespannt. Was für eine Frage? Und ich habe schon wieder gehört, über 40, älter und so weiter. Ich habe das immer so, ich bin ein großer Sammler und ich rede nur mit dem Inhaber, okay? Wie kann ich weiterhelfen? Ja, wie läuft das denn bei euch? Ich sag, okay, wenn Sie eine Uhr verkaufen wollen, gehen Sie auf die Webseite und so weiter und, ne? Okay, ja, ich möchte Uhren verkaufen. An sich ist alles in Ordnung, nur wir müssen mal weiterdenken. Was meint ihr, wie die Leute im Kundenservice sich fühlen? Einfach Mist, einfach so übergangen. Es kann immer sein, dass Leute aus dem Kundenservice ab einem gewissen einfach nicht weiter wissen. Aber dann liegt es auch an denen, das den Fall dann weiterzugeben, an andere Leute. Aber wenn man mal so überlegt, wenn jemand sich so verhält, ist einfach, der Gegenüber fühlt sich einfach unnötigerweise halt schlecht und einfach nicht gewertschätzt. Ja, dann gerne per E-Mail. Okay, was ist der letzte Preis? Was ist diese...
Das sind so Sachen, wo ich sage, guck mal, das wird ein junger Mann sich niemals trauen. Was meint ihr, was weißt du, wie sich die Jungs drüben gefühlt haben? Die haben sich gefühlt wie Müll, weil die sich sagen, ich bin jetzt nicht in der Lage, diese Fragen zu beantworten. Genau, und das ist einfach so, das wird niemand, ein Junger wird sich das niemals trauen. Aber das zum Beispiel, ich sage euch auch ehrlich, ne, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, auch gegenüber mir, da haben Leute zum Beispiel gesagt, ja, ich will die Uhr kaufen, schicken Sie mir die erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie dann morgen nicht pleite sind oder so. So, wie bitte? Also dann werden wir halt nicht zusammenfinden, dann passen wir halt nicht zusammen. Und solche Geschichten, also es ist Wahnsinn. Und das ist halt die Sache, darum sage ich euch, nehmt euch das bitte zu Herzen. Ihr werdet nie besser stehen, wenn ihr euch so verhaltet. Trauen und so und deswegen. Aber die jungen Leute, ich sag dir, die jungen Leute, gerade die, die haben extremes Wissen, die sind tiefer in der Produktthematik drin. Die wissen am Ende auch, also das sind schon, ja, lasst euch davon. Gute Leute, was gute Leute haben schon. Ja, auf jeden Fall. Hat dich ein Kunde schon mal beleidigt? Oh mein Gott, ja, aber zutiefst. Ich denke mal, dem ging es nicht so gut. Psychische Probleme? Ja. Oder gerade, also schwierige Phase im Leben wahrscheinlich? Ja, also es... Aber wie ist es dazu gekommen? War der unzufrieden oder was? Manche Leute haben extrem viele Wünsche. Ich kann manche Sachen nicht erfüllen. Also ich kann nicht so viel Ware rausgeben ohne eine Zahlung. Und manche fühlen sich dann dadurch abgewertet. Nur wenn wir dann halt irgendwann so bei 120.000 Euro plus nochmal 40 Mille oder so offen sind und so. Und dann muss man einfach sagen, guck mal, du musst halt vorher, also das war... Du musst zahlen. Ja, ja. Ganz einfach. Und wenn dann halt jemand, wenn es dann ein bisschen verrückter wird oder so, das kann passieren und zum Beispiel mit dem Kunden ist jetzt auch wieder alles geklärt. Das war das erste Mal, dass ich so hoch und runter beleidigt wurde. Wurde der Kunde nicht gesperrt? Bruder, der Kunde hat brutal ausgegeben. Der Kunde hat, glaube ich, in seinem Konto 700.000, 800.000 Euro stehen. Die Brücke wollte ich jetzt nicht komplett anzünden, ne? Vorletzte Frage. Wie viel Gewinn machst du mit deiner Uhr? Also bei Uhren ist es momentan echt ein bisschen duster geworden. Also dadurch, dass sich Preise natürlich ein bisschen geändert haben. Ich kann dir sagen, der höchste Verlust, den ich jemals gemacht habe an einer Uhr, waren 100.000 Euro. Ich hab an einer Uhr 100.000 Euro verloren. War übrigens auch der Kunde, der mich beleidigt hat. Der hatte die gekauft. Ist aber der Lauf der Dinge. Es ist nun mal so gewesen. Dafür habe ich an anderen Sachen auch viel Geld verdient. Momentan ist das ungefähr so, wenn ich ehrlich bin, wir nehmen mal eine Submarine, altes Modell. Wir kaufen die an für 8.500 Euro und verkaufen die dann für 9.990 Euro. Das ist so ungefähr die Marge. Also das heißt, du hast 15%, aber die Sache ist, manchmal musst du auch Aufarbeitung machen und so weiter. Wenn es jetzt um teurere Uhren geht, sagen wir mal, man hat so eine Uhr, die ungefähr im VK 70.000 Euro steht. Dann sind es keine 15% mehr. Ja, aber wenn zum Beispiel eine Uhr kostet 70.000 Euro, geht schon ein gewisses Risiko ein. Du weißt ja auch nicht, wie der Markt hat sich jetzt stabilisiert. Momentan ist es schwierig, Händler zu finden, die wirklich auf den Tisch das Geld legen. Hey, ich habe zwei Uhren in Amerika angeboten. Hey, was die mir geboten haben. Das ist, also, das kann man gar nicht erzählen. Real Talk, ich habe am Wochenende meine Art anzukaufen hinterfragt. Ich habe zwei Uhren, die würde ich gerne ins Ausland verkaufen, ne? So, einfach weil ich die gerne von hier weghaben wollen würde, auch wegen dem Kunden und so weiter, dass die hier nicht auftauchen, die Uhren, ne? Die Summe waren 180.000 Dollar, 185.000 Dollar. Und das ist schon heftig reduziert, okay? Und die Jungs haben mir einfach 160 geboten. Das sind 25.000 Dollar weniger. Und dann ist es schon so, zum Beispiel die Uhr kostet 70, dann würden wir 60 bieten, sodass man einen Zehner dran verdienen kann. Ja. Das kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Und von daher, man kann auch mal mehr machen. Aber als Grundmarge kann man sich so 10% vorstellen. Ja. Gut, krass. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass es bei den niedrigpreisigeren Uhren mehr ist und dass es bei den hochpreisigeren dann die Prozent runtergehen. Letzte Frage. Welcher Influencer oder Kunde hat dir am meisten Kopfschmerzen bereitet? Also eigentlich die meisten Kopfschmerzen hatte ich wegen dir oder wegen euch. Die Sache war, und zwar wegen diesem Videoprojekt, was wir gemacht haben, wo mit Münzen bezahlt wurde, mit der AP. Wo ich mit der Schubkarre, ja. Das hatte am Ende nichts mit euch zu tun, so gesehen, aber wir hatten bei der Bundeszentralbank einen Tag später, ja, das ist, also du findest es lustig, aber es hat echt... Ich hab dir die meisten Kopfschmerzen bereitet, also wir? Ja, also ihr wart das, ja. Weil die Sache war so, ihr hattet mit dem Münzen bezahlt, ne? Das war auch lustig und auch heute noch sagen Leute, das ist eine lustige Geschichte gewesen. Ist auch super, ist auch wirklich mega witzig, aber die Bundeszentralbank fand es halt nicht so lustig. Die Sache war, wir haben die Münzen wieder eingeladen und dann hatte ich das noch mit einem Vlog, das Video ist auch noch online, dahin gefahren. Auch, also wir haben Schubkarre wieder genommen, sind zur Bundeszentralbank, haben das abgegeben. Dann haben die so das angenommen und zwar schon, ich glaube, kurz vor 4. Um 4 Uhr machen die zu.
Und dann haben wir halt gesagt, hier, das ist die Firma, hier ist der Verkaufsbeleg und wir wollen das halt gerne einzahlen, weil nur die Bundeszentralbank hat das umsonst gemacht, die Bargeldannahme mit Münzen. Bei denen, die haben das natürlich noch nie in ihrem Leben jemals gesehen. Was sollte mit Schubkarre? Mit Schubkarre da reinkommen. Das waren 2-Euro-Münzen, glaube ich. 2-Euro-Münzen, ja. Und dann haben die halt gesagt, okay und so, wie ist ihr Name? Ich so, ich gebe meinen Namen nicht. Okay, dann hast du dich auch verdächtig gemacht selber. Ja, also was hat mein Name damit zu tun? Ich habe gesagt, hier sind die Daten von der Firma und gut ist. Ne? Und wir haben doch hier alles. Yeah. Na, wir brauchen auch ihren Namen. Die haben gedacht, du bist ein Krimineller. Die haben gedacht, Automaten aufgeknackt. Genau. So, und dann wurde das Geld erstmal eingefroren. Dann habe ich da immer wieder angerufen und so. Und dann auf einmal ging es los. Anzeige, Geldwäsche, Verdacht, dies, das. Am Ende ist es so, es hat sich alles aufgeklärt. Nur ich sag dir, ihr habt bezahlt 2019. 2019 kann sein. 2019. Ich sage dir, dass das Verfahren geschlossen wurde, war erst schon, während ich selbstständig war. Also das hat schon jetzt nicht ein Jahr. 2 Jahre gedauert? Ja, es war schon lange auf jeden Fall. Ein Jahr vielleicht oder so. Dann habe ich eine Prüfung bekommen bei meinem eBay-Geschäft. Es war komplett, also ich schwöre, das war richtig mies. Also das war wirklich so das Schlimmste. Es tut mir leid. Ja, also es war einfach nur eine dumme Idee. Heute würde ich es nie wieder machen. Natürlich alle denken so, ey Alter, was geht denn hier ab? Aber das war wirklich das Schlimmste, was passiert ist. Oh mein Gott. Geil, danke, dass du heute da warst. Ja, gerne. Ich hoffe, die Leute hatten ein bisschen Spaß und waren auf jeden Fall interessante Fragen. Ja, war doch, eigentlich ging es schnell um, oder? War doch ein kurzweiliges Video. Fand ich auch. Wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Video.